Hallo. Wow. Best Start ever. Ah, das war jetzt wirklich der Start? Ja, das war jetzt wirklich der Start. Ja, dann hallo. Ja, dann hallo. So. Ja, wir bauen irgendwelche Sachen. Die wahrscheinlich sowieso wieder explodieren werden oder durch die Lüfte fliegen, was weiß ich. Ja, wir haben es halt drauf. Du könntest mal sowas vielleicht bauen, etwas größere Plattform, wo später der Hangar oder das Dock oder was auch ja, immer. Das kommt ja jetzt dann gleich. Ja, bauen wir schon mal. Weil das muss relativ groß werden, damit ich relativ groß viel Platz habe zum Bauen. Ach so, ich soll jetzt dir eine Plattform bauen, damit du ja, bauen kannst. Ja, das hast du richtig erkannt. Theoretisch kann auch der hier weg, ne? Der Verbinder. Der kann ja auch weg. Alles klar. Und fragst du mich überhaupt, wenn du das so direkt machst? Ja, ich hab doch deine schweigende Zustimmung habe ich direkt gehört. Ja, dann. Aus dem Grund schreite ich mal zur Tat. Ja, das ist ja was ganz Neues bei dir. Boah, okay. What the fuck? Boah, mein Simulation-Speed ist richtig am Arsch gerade. Gerade ging der noch. Die erste Minute ging er, jetzt ist er aber down. Wo ist er bei dir? Warte, der ist bei mir jetzt bei 0,6 ungefähr. Krass. Da dümpel ich jetzt auch und aber auch der vom Server. Naja, die sind beide unten. Da baut der Herr einen Übergang zur Ferienresidenz. Richtig, richtig. Ich meine, die Queen muss ja auch vernünftig reisen, ne? Mhm. Die Queen baut auch selbst. Toll, jetzt ist das hier blau? Oder was? Ja, das erste ist blau, die anderen... Ne? Das macht keinen Sinn. Oder ein anderes genommen. Ja. Eigentlich nicht. Strange! Strange! Uran, wir müssen Uran finden. Ah, jetzt. Ist immer noch blau. Ja, bläulich, aber nicht mehr so dunkelblau. Ah. Ich guck mal, ob ich irgendwo hier Uran finde. Ja, das Problem ist, ich glaube, du kannst nicht in die Felsen reingucken. Ja, aber wenn man nah genug ist, dann wird einem das angezeigt, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Das war bei den anderen zwei, wo wir jetzt gestern waren, auch nicht. Ich glaube, ich habe das gesehen. Ja? Ich glaube, ja. Na gut. Dann will ich mal nichts gesagt haben. I think so. Vielleicht hier außerhalb vom Berg könnte ja Uran irgendwo sein. Das wäre ja schön. Im Erebor. Ja. Geil. Allerdings scheint es mir fast nicht so. Wir leben am Erebor. Hier ist viel Schnee. Und jetzt hier auch überall Zwerge. Und Schnee brauche ich nicht. Weiß nicht, ich habe keine Zwerge gesehen. Echt. Oh. Verstecken die sich? Ja, es kann sein. Weil sie sagen, ne. Achso. Einfach so. Ja, einfach so. So, dann töte ich mich mal. Ja, klingt nach einem Plan. Ja, aber ich habe keinen Bock zur Station zurückzulassen. Das dachte ich mir. Mir zu stressig. Free World. Was Free Willy? Hast du ja auch noch Innenbeleuchtung ran? Wo? An die Decke.
Wird er wohl gehen. Mach mal Licht aus. Warum? Ja, einfach damit es stilischer aussieht. Stilischer? Ja. Der ist stilischer. Neuer Wrestlername. Mhm. Was hast du denn? Nix. Krasser Typ. Find ich lustig. Lustig, lustig. Nee, ich kann hier keine Lampen ransetzen. Du kannst das wieder nicht, ey. Tja, wo bauen wir schon jetzt das Fahrzeug dann? Ich kann auf den Boden Lampen setzen. Ist auch was. Findest du? Hm, hier ist nirgendwo genug Platz für ein Fahrzeug. Oh Gott, das ist wie in so einem schlechten Horrorfilm, das Licht jetzt. Das ist aber nicht der Boden. Hä? Ja, ich will sie an den Boden setzen. Ich kann es an den Boden setzen. Das ist eine Wand. Ja, irgendwie haben die mit dem Licht irgendwas gemacht, ey. Warum? Weil es so komische Pigmente wirft. Ach so, ja. So komische Pigmente. Ach echt? Mhm. So, soll das hier so angrenzen direkt oder willst du das noch verlängern? Einen kleinen Übergang. Ich hätte das so schon gelassen. Okay. In welche Richtung hättest du denn gerne gehen? Ich hätte das jetzt hier so eine. Halt jetzt hier die Plattform hin. Weicht? Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen sehr groß. Es gibt keinen sehr großen im Space Engineers Universum. Na doch. Das gibt es. Was ist ein bisschen sehr groß? Jetzt habe ich es ja schon kleiner gemacht. Ja, aber denk dran, wir müssen das Ding mal überdachen, ne? So viele Stahlplatten haben wir auch nicht. Ja, mein Gott, wir müssen ja erstmal hier. Ich baue das jetzt auch noch nicht fertig, das ist nur damit ich was bauen kann. Ach so. Wenn das dann alles so läuft, dann haben wir ja dann Eisen und so. Wenn. So. Wir müssen aber noch schrägen runter, weil man muss ja irgendwie mit dem Fahrzeug auch wieder runterkommen. Ja, ich hätte die. Aber das wird wohl nicht funktionieren. Ja, ich weiß halt nicht, wo soll der das Tor hin? Njam. Ich hätte auf die Seite gesagt, das Problem ist, auf die Seite wird schwierig, weil du hast hier dann Luft zum Boden. Ich hätte es eher auf die Seite gemacht. Ja, aber hier ist so ein Riesenloch. Ich weiß halt nicht, wie groß das Tor ist. Da muss das hier aber noch ein bisschen länger. Ja, so riesig ist das Tor nicht. Also. Ich weiß so ehrlich gesagt nicht, wie das gesetzt werden muss. Hast du es gerade ausgewählt? Ja. Wie heißt denn das? Tor? Luft. Warte, so, aber das ergibt ja so keinen Sinn. Ich glaube, das muss dann so seitlich. Hangartor. Ja, luftdichtes Hangartor, ne? Ja. Ich glaube, nee, das sind einzelne Blöcke, glaube ich. Die musst du, aneinander setzen? Ich glaube nicht. Weil das ist aber zu klein für ein Tor. Ja, nee, ich glaube, das zieht sich auseinander. Aha, okay. Ja, dann müsste das trotzdem noch ein bisschen länger, weil sonst kommst du ja hier schlecht rauf und runter. Wo ist es? Geh mal da weg. Warte kurz. Ja. Hui. Jetzt kann ich es nicht mehr setzen. Ich mach's mal noch einen Ticken länger, ne? So zwei Blöcke. Los, Stein, geh weg. Roll da in die Kuhle rein.
möchte dich nicht mehr sehen. Aus Stein. Weg. Weg. Es gibt auch richtige Rampen, ne? Mit dir. Ja, aber ich glaube trotzdem... Die sind dann ein bisschen größer. Ja, ich weiß, aber die gehen ja bestimmt nicht bis zum Boden. Alter, Stein, jetzt verpiss dich hier. Los, weil ich da reingeht doch. So, dann schauen wir mal. Rampentreppen. Alles klar. So. Naja, viel länger sind die aber auch nicht. Interne Panzerung fehlt mir dafür. Ja, das war spitze. Das Problem ist, sie sind nicht so hoch. Ja. Dadurch, dass die Basis jetzt eine gewisse Erhöhung hat. Yep. Was man natürlich machen könnte, wäre so und so. Dann könnte man da jetzt erst eine hinsetzen. Und dann im Grunde so davor nochmal eine. Aber warum das? Achso, wegen dem Blockding, meinst du? Aber man hätte auch direkt an die... So. Man kann doch direkt hier eine ransetzen und dann hättest du nur den vorderen Block bauen müssen. Ja, ich wollte es ja nur mal testen. Achso. Ja, würde gehen. Ja, dann hättest du im Grunde so eine Art Treppe. Ich meine, das geht ja auch. Dann hast du, dann müsste die ja im Grunde durchgängig sein. Ich brauche erstmal Herstellungskomponenten. Ich würde halt sagen, dass wir das halt auch in die Mitte bauen, ne? Wegen dem Tor. Dann ist ja die Frage, soll das auf der anderen Seite auch nochmal so lang werden oder nicht? Ja, würde ich schon sagen. Ja, dann. Das klingt jetzt so, aber ich glaube, wir müssen früher oder später sowieso nochmal mit einem weiteren Länder hier hinkommen. Meinst du? Hm. Na, das kannst du doch machen. Ich flieg die Dinger nicht mehr. Ich habe sowieso Probleme mega mit dem Landen. Wie viele ist denn das auf die eine Seite jetzt? Hm? 1, 2, 3, 4. Ich meine, wir hätten ja rein theoretisch auch ein bisschen Eisen. Ja, wow. Was denn? Wir haben. 4, 5, ja, so viel ist es aber auch nicht. 2000 Kilo. Okay, wo haben wir die denn her? War das so viel? Ja, ja. Okay. Die können wir ja im Grunde alle komplett verarbeiten. 5. Dann haben wir auch noch ein bisschen Metallabfall. Dann haben wir ja so noch ein bisschen Eisen. Ja. Also es ist ja nicht so, als wenn wir komplett gar nichts hätten. Hm. Wir haben halt nur sehr wenig. Und das müssen wir ändern. Ist das jetzt, wieso 4? Auf jeder Seite 5. Oder was meinst du? Die Gangway ist die Mitte. Ich weiß halt nicht, wie viele Blöcke das insgesamt breit ist. Dann fehlt aber auf der linken Seite noch eine Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir fehlen nirgends um eine Reihe. Da sind 2, 4, 5 und 2, 4 auf der linken. Nee. Abgesehen von der Mitte. Ja, dann musst du hier noch eine ran machen. Du hast in der Mitte angefangen. Warum denn 3? Ich hab nicht. Die Mitte zählt nicht dazu. Wie, die Mitte zählt nicht dazu? Die Mitte zählt nicht als, als Reihe. Außerdem ist das schon besser so, weil ich glaube, 2 könnten ein bisschen eng sein für manche Sachen. Ach, verdammt. Ups. Hm? Ich habe nicht genug bei, gut. Ich hoffe halt auch, dass das dann durchgängig ist und nicht irgendwie so eine blöde Kante dazwischen hat. Eigentlich müsste es durchgängig sein.
Ja, aber eigentlich heißt in dem Spiel ja leider nicht viel. Ich hätte den Block da drunter vielleicht gar nicht gebaut. Och, warum? Aber dadurch könntest du eine Kante. Ja. Was könnte ich dadurch? Nee, schon gut. Was könnte ich dadurch? Nee, schon gut. Welchen Block darunter meinst du denn eigentlich ganz genau? Na, ich hätte die normalen Blöcke unter den Rampen nicht gebaut. Das sieht doch besser aus, oder nicht? Ah, kommt drauf an. Wo hab ich denn jetzt? Du brauchst jetzt schon ein Schiff. Erst mal anfangen. Mal anfangen. Cockpit. Es geht die interne Panzerung aus. Das ist blöd. Ja, aber können wir mit Eisen auch herstellen. Zumal wir davon noch ein bisschen was brauchen. Wofür? Ja, für das Cockpit zum Beispiel. Also alles Schiffmäßige, da brauchen wir ja sowas auch. Du brauchst ein Auto, ne? Ja. Ja, ich glaube, ein Schiff, das lohnt sich erst dann, wenn man fliegen kann. Nicht ne, ja, wenn vor allem die Energie nicht einfach dann weg ist. Ja, gut, klar. Obwohl da noch 5 Minuten Saft drauf wäre. Ja, wer weiß, ob es letzten Endes wirklich an der Energie lag, dass das Ding auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Woran sonst? Irgendwas anderem. Sobald man hier Unmengen Uran hat, dann kann man das machen, kann man noch wieder fliegen. Aber vorher nicht. Nee. Ich glaube, letztlich kannst du halt damit einfach besser abbauen. Ja, gut, klar, weil du halt von oben einfach ranfliegst. Das ist aber auch logisch. The Gangway! To hell. Na, könnte man so sagen. Das könnte man durchaus so sagen, ja. So, das war's mit unserer internen Panzerung.